Ganz herzlich willkommen bei Transfermarkt TV. Wir sprechen heute ganz ausführlich über Borussia Dortmund, denn da gibt es viele spannende Gerüchte, was Sommertransfers angeht. So soll der BVB an Konrad Laimer vom Ligakonkurrenten aus Leipzig interessiert sein. Aber auch Xaver Schlager von den Wölfen soll eine Alternative sein. Und es gibt auch Neuerungen, was die Streichkandidaten angeht. So kann wohl Rafael Guerreiro im Sommer unter anderem wechseln. Mehr zum BVB im Verlaufe der Sendung. Später auch viele weitere spannende Gerüchte. Wir beginnen jetzt aber erst einmal mit dem ganz aktuellen Thema und das ist natürlich der DFB-Pokal. Das Finale steht fest. Das hätte man vor der Saison so wahrscheinlich dann auch nicht erwartet. RB Leipzig durch Emil Forsberg in wirklich letzter Minute. Union rausgekegelt, zieht nach. Am Tag davor hatte sich ja schon der Sportclub Freiburg durchgesetzt und sich erstmals ins DFB-Pokal-Finale geschossen. Das hier ist die Paarung. Spannender könnte es kaum sein, denn in der Bundesliga, da endeten beide Duelle Remis. Beide 1:1. Heißt, wir können da ein knappes, ein hart umkämpftes Finale erwarten und wir interessieren uns natürlich für eure Meinung. Wer holt sich den Titel? Gibt es einen Favoriten? Ist das dann eher wahrscheinlich Leipzig für euch? Und was wünscht ihr euch für einen Ausgang? Wir sind sehr gespannt auf eure Meinung zum DFB-Pokalfinale. Und wir machen nahtlos weiter mit unserer heutigen Gerüchteküche. Da beginnen wir mit einem der Helden von Barcelona. Und zwar mit dem Adler auf der Brust. Philipp Kostic doppelt getroffen im Camp Nou. Doch er könnte die SGE im Sommer verlassen. Zumindest mehren sich die Gerüchte. Sky berichtet nämlich, dass sein Berater mit Inter Mailand verhandelt. Und angeblich soll Frankfurt dem Bericht zufolge bereit sein, Philipp Kostic im Sommer für 15 Millionen Euro abzugeben. Im Gespräch ist ein 4-Jahres-Vertrag bei Inter Mailand mit einem 5 Millionen Euro Nettogehalt. Die Bild berichtet auch über die Gerüchte um Kostic, ordnet die aber ein bisschen anders ein. Demnach soll sich der Spieler selber gut vorstellen können, in Frankfurt zu verlängern. Vielleicht so ein bisschen abhängig auch noch, wie man die Saison beendet, ob man in der Europa League vielleicht sogar ins Finale kommt und den Titel holt, also Champions League in Frankfurt. Da wäre Kostic wohl auf jeden Fall dabei und Italien ist nicht unbedingt sein Traumziel, dem Bericht zufolge. Dazu muss man sagen, Inter hat sich im Winter mit Robin Gosens verstärkt, der genau die Position bekleidet. Also hat ein Wechsel da überhaupt großen Sinn? Da müssen wir wohl ein bisschen abwarten. Auf jeden Fall ist das Ganze ein bisschen undurchsichtig und auch nicht ganz leicht zu bewerten. Beim FC St. Pauli, da droht im Sommer der große Umbruch. 10 Verträge laufen aus, seiner hier nicht. Guido Burgstaller hat noch ein Jahr gültigen Vertrag, könnte aber trotzdem im Sommer wechseln. Die Bild berichtet nämlich vom Interesse des ersten FC Nürnberg und der Österreicher selber, der kommt ja aus Villach, der scheint im hohen Norden nicht ganz zufrieden zu sein. Er möchte wohl lieber wieder in die Nähe der Heimat zurück. Nürnberg wäre da einerseits natürlich deutlich weiter im Süden gelegen und Burgstaller kennt den Club ja aus seiner Zeit. Er wechselte ja damals von Nürnberg nach Schalke, ehe es zum FC St. Pauli ging. Eine Rückkehr, also durchaus vorstellbar, auch wenn man ihn in Hamburg sicherlich sehr ungerne ziehen lassen würde aufgrund seiner 18 Saisontore. Laut den Ruhr-Nachrichten buhlen einige Clubs um Leon Semic, den 18-jährigen Rechtsverteidiger, der am Wochenende sein Bundesliga-Debüt für Borussia Dortmund gefeiert hat. 2 Minuten durfte er am Ende ran beim 6:1 gegen Wolfsburg. Angeblich ist auch der HSV dran. Mit großem Interesse. Eine Entscheidung, ob Semic die Schwarz-Gelben verlässt oder seinen auslaufenden Vertrag verlängert, sei dem Vernehmen nach noch nicht gefallen. Seit einiger Zeit, so heißt es, sollen bereits Gespräche mit dem Spieler laufen. Der BVB ist wohl optimistisch, mit dem Talent verlängern zu können, aber der Youngster könnte aufgrund der Spielpraxisperspektive sich natürlich auch andernorts umschauen. Vielleicht ja sogar beim HSV. Laut der Sportbild hat man sich bei den Bayern zusammengesetzt mit Marcel Sabitzer.
Der deutsche Rekordmeister ist wohl offen, dem Österreicher einen Sommerabgang dann nach nur einem Jahr zu ermöglichen. Grund ist natürlich, dass sich der frühere Leipziger Kapitän bisher überhaupt nicht in München zurechtfindet. Bislang kommt er nur auch auf 8 Einsätze in der Startelf. Und wie die Sportbild weiter berichtet, gibt es auch ganz heiße Kandidaten auf eine Verpflichtung. International durchaus prominente Clubs. Der FC Arsenal nämlich und genauso Atletico Madrid sollen über eine Verpflichtung des Mittelfeldmannes nachdenken. Problem könnte natürlich sein, Sabitzer besitzt noch einen Vertrag bis 2025, aber laut Sport 1 sind die Münchner wohl bereit, die Einkaufsablöse als jetzige Abgangsablöse zu akzeptieren. Das würde bedeuten 15 Millionen Euro und Sabitzer könnte wechseln. Es gibt mal wieder ein neues Update in Sachen Erling Haaland. The Athletic berichtet nämlich, dass der Spieler sich entschieden haben soll, grünes Licht gegeben haben soll für einen Wechsel zu Manchester City. Noch sei längst nicht alles geklärt. Es gibt wohl noch einige Zahlen, die geklärt werden müssen, aber grundlegend sei der Norweger einverstanden. City werden ja aufgrund der finanziellen Möglichkeiten schon länger die besten Karten im Rennen um den Norweger eingeräumt. Nun sollen sich die Vertreter beider Parteien auf erste Konditionen geeinigt haben. Insgesamt soll sich das Gesamtpaket für den aktuell zweitwertvollsten Profi in unserer Datenbank auf bis zu 350 Millionen Euro belaufen. Klar, dass es da in der Bundesliga niemanden gibt, der mitgehen kann. Klar, dass es eigentlich fast nur auf die Insel gehen kann für Haaland. Auch wenn der Leiter der Lizenzspielerabteilung beim BVB, Sebastian Kehl, gesagt hat, aktuell hat uns noch keiner für Haaland kontaktiert. Wir gehen mal sehr stark davon aus, dass dieses Bild bald schon Realität sein könnte. Im Sommer bahnt sich dann der Abgang aus der Bundesliga an, was Erling Haaland betrifft. Der BVB scheint sich bisher aber, was mögliche Neuzugänge angeht, noch nicht so sehr auf den Haaland-Nachfolger zu fokussieren, sondern eher auf die Defensive, Stichwort Niklas Süle. Und am Dienstag, da wurde ja berichtet von der Bild, dass eine Einigung mit Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg erzielt wurde. Der 22-Jährige hat das aber dementiert nach dem Pokalspiel in Hamburg. Da sagte er am Mikrofon, nein, ich werde mich erst nach der Saison entscheiden, wo es hingeht. Die Bayern sollen ja ebenfalls interessiert gewesen sein, könnten dementsprechend auch noch mit im Rennen sein. Und wie es ausschaut, muss man sich da auf nach der Saison gedulden. Aber die wahrscheinlichste Spur, die führt nach wie vor nach Dortmund und dann könnte eine komplett neue DFB-Innenverteidigung in Schwarz-Gelb auflaufen. Und das Stichwort Dortmund, das passt heute wirklich, denn wir haben viele, viele Themen rund um den BVB, auch was das Mittelfeld angeht. Axel Witzel dürfte den Verein ja verlassen. Es wird wohl auch schon fleißig nach einem Nachfolger gesucht und es gibt da gleich zwei Kandidaten, die wirklich mega viel gemeinsam haben. Xaver Schlager auf der einen Seite und Konrad Leimer. Beide sind 24 Jahre alt. Beide sind im zentralen Mittelfeld beheimatet. Österreicher, sie haben beide einen Vertrag bis 2023 bei ihren Vereinen und sie kommen beide aus der Schule von RB Salzburg. Und er hier, Xaver Schlager, hat sogar schon unter Marco Rose eben dort trainiert. Ja, zunächst hatten die Ruhrnachrichten berichtet, dass die beiden als interessante Personalien, so wurde es formuliert, intern ausgegeben wurden. Bei beiden, muss man aber sagen, gibt es so ein bisschen unterschiedliche Ausgangslagen. Leimer ja in Leipzig hochgradig erfolgreich, dort auch auf einem richtig guten Weg gewesen, aber lange Zeit verletzt gewesen. Xaver Schlager hatte auch schon große Verletzungsprobleme, ist aber sportlich gerade tatsächlich eher durchwachsen unterwegs mit dem VfL Wolfsburg. Ja, man muss so ein bisschen bewerten, beide werden wohl nicht kommen. Und der primäre Kandidat, das ist wohl auch eher Konrad Leimer. Der dürfte aber auch weitaus schwerer zu holen sein. Zuletzt gab es da auch Gerüchte rund um den FC Bayern München. Da ist ja Julian Nagelsmann mittlerweile Trainer. Ein großer Fan und auch ehemaliger Förderer von Leimer in der gemeinsamen Zeit in Leipzig. Aber
Es gibt auch internationales Interesse. Auch die Premier League soll die Augen auf den Österreicher gelegt haben. Und die Gesamtgemengelage sieht dann eher so aus, dass unsere Transfermarkteinschätzung bei Konrad Leimer und dem BVB nach unten geht. Es wäre ein typischer Dortmund-Transfer, aber er wäre wohl relativ teuer noch bei seinem Marktwert, der bei 26 Millionen Euro liegt, und das große Interesse international spricht auch stark dagegen. Und wir haben jetzt beide nochmal ein bisschen verglichen. Beide sind, wie gesagt, 24 Jahre alt. Schlager mit nur 11 Pflichtspielen in der aktuellen Saison. Wie gesagt, große Verletzungsprobleme schon gehabt beim VfL Wolfsburg. Und was die Torgefahr angeht, schlägt das Radar auch ganz stark in Richtung Konrad Leimer aus, was natürlich auch an den gespielten Minuten liegt. Ihr seid natürlich auch noch gefragt, was sagt ihr, wäre das eine gute Nachfolge für Axel Witzel? Wen würdet ihr eher sehen und haltet ihr einen der beiden Transfers für wahrscheinlich? Schreibt gerne in die Kommentare. Und wir sind auch noch nicht durch mit Schwarz-Gelb. Laut den Ruhrnachrichten ist neben dem Streichkandidaten Nico Schulz auch Rafael Guerrero ein möglicher Kandidat für einen Abgang im Sommer. Der 28 Jahre alte Portugiese steht noch bis 2023 unter Vertrag. Sein Marktwert steht immerhin bei 35 Millionen Euro. Das wäre natürlich ein hübsches Sümmchen, was der BVB gut reinvestieren könnte. Ein großes Problem, was man wohl intern hat, das ist die Verletzungsanfälligkeit des offensiv starken Außenverteidigers. Seit 2016 ist er da und hat schon 77 Pflichtspiele aufgrund verschiedener Blessuren oder Krankheiten verpasst. Also, da könnte theoretisch auch eine neue Zeitrechnung beim BVB auf der Linksverteidigerposition eingeläutet werden. Viel los also rund um den BVB, und tatsächlich haben wir auch international heute einen Club, der durchaus im Fokus steht, was die Kaderplanung angeht. Und zwar in unserem Nachbarland in Frankreich. Da geht es um Paris Saint-Germain. Da wird dieser Tage auch sehr, sehr viel geschrieben. Unter anderem betrifft das Sergio Ramos. Das ist eine durchaus eigentümliche Geschichte. Ein sehr, sehr lauter Transfer, ein sehr, sehr großer Transfer. Die Galion Figur von Real Madrid konnte man ablösefrei ablösen. Aber nun berichtet Le Parisien, dass das Ganze intern als großes Missverständnis eingestuft wird. Auch hier die Verletzungsanfälligkeit das große Problem. PSG soll jetzt tatsächlich in der kommenden Saison ohne den Spanier planen. Demnach soll der 36-Jährige auch schon informiert worden sein, dass er in den Planungen nicht mehr vorkommt. Ja, das ist natürlich ein starkes Stück. Ramos hat noch ein Jahr Vertrag, soll sich eigentlich auch nicht vorstellen können, nochmal zu wechseln. Karriereende wäre natürlich auch keine sonderlich schöne Option. Aber was will er machen, wenn er einfach nicht mehr eingesetzt wird? Könnte also sein, dass dort eine Entscheidung dann erzwungen wird. Auf jeden Fall haben sich, glaube ich, alle Parteien unter diesem Transfer im vergangenen Sommer was ganz anderes vorgestellt. Ja, und derzeit wird der Rotstift in Paris auch durchaus ziemlich ausführlich benutzt. L'Equipe berichtet nämlich auch noch, dass das Argentinier-Trio, was wir hier sehen, vor dem aussteht. Angel Di Maria soll keinen neuen Vertrag bekommen, obwohl der Argentinier gerne wollen würde. Er soll den Verein aber verlassen. Und Leandro Paredes, der soll im Sommer ebenfalls gehen. Das berichtet L'Equipe im gleichen Atemzug. Und dann gibt es auch noch einen Verkaufskandidaten, der ein paar Erlöse reinbringen soll. Hier in der Mitte Mauro Icardi. Seit privaten Beziehungsproblemen im Oktober ist er auch auf dem Platz mit Ladehemmungen unterwegs, traf in 19 Spielen nur 2 Mal. Er scheint ein Verkaufskandidat zu sein. Also, man muss sagen, bei PSG, da könnte es wirklich zur Zeitenwende kommen. Die Arsenal-Leihgabe William Saliba möchte in Marseille bleiben. Er ist ja ein neuer Nationalspieler, unangefochtener Stammspieler bei OM, und dementsprechend ist es kaum erstaunlich, dass er nicht so gerne zurück zu den Gunners möchte. Medienberichten zufolge haben die Leistungen des Innenverteidigers aber auch Interesse in Spanien geweckt. Laut L'Equipe steht Saliba bei Atletico Madrid-Coach Diego Simeone
Simeone hoch im Kurs. Bei Arsenal, seinem Stammverein, da hat er noch kein Profispiel absolviert, steht aber noch bis 2024 unter Vertrag. Also sehr spannend bei so vielen verschiedenen Parteien und einer solchen Gemengelage, was im Sommer mit dem 21-Jährigen passiert. In unserer Statistik des Tages beschäftigen wir uns nochmal mit dem DFB-Pokal und der Frage, wer wird da eigentlich Torschützenkönig? Wüsstet ihr den aktuellen Stand? Wahrscheinlich nicht. Deswegen zeigen wir euch die Top 5 der besten Torschützen dieser Pokalsaison. Und ich sag euch schon mal, die 1, die hat vielleicht nicht jeder so auf dem Zettel. Auf der 5, Milos Pantovic. 4 Spiele, 4 Tore für den VfL Bochum. War ja auch eine durchaus aufregende Pokalsaison für den VfL. Maximilian Bayer, der hatte das Spiel seines Lebens auf jeden Fall im Pokal gegen Gladbach. Dann Erling Haaland. 2 Spiele nur gebraucht für 4 Tore. Unterm Strich aber beim Ausscheiden auf St. Pauli ziemlich viel Frust mit dabei. Erik-Maxim Choupo-Moting, 1 Spiel, 4 Tore. Das reicht nicht ganz für die 1, denn dort steht er hier, Robert Glatzel. 5 Partien für den HSV, 5 Tore. Das heißt, aktuell sieht es danach aus, als wäre Glatzel der bestmögliche Torschützenkönig für die aktuelle DFB-Pokalsaison. Immerhin kann man sagen. Ja, und einer könnte ihm dabei noch durchaus gefährlich werden, denn der erfolgreichste Torschütze, der noch aktiv im Wettbewerb ist, also mit anderen Worten im Finale steht, das ist Vincenzo Grifo vom SC Freiburg. Der hat schon 4 Tore erzielt in 5 Partien. Und er schießt ja in der Regel die Elfmeter. Also wenn es vielleicht einen Strafstoß gibt im Finale, dann könnte Vincenzo Grifo Robert Glatzel zumindest noch einholen. Wir sind sehr gespannt, werden das natürlich verfolgen. Aber Stand jetzt hätte immerhin ein HSVer die Torjägerkanone im DFB-Pokal. Zum Schluss haben wir wie immer noch ein paar wichtige News-Ticker-Meldungen. Und wir beginnen mal beim 1. FC Köln. Denn dort scheint es in Zukunft eine neue Strategie zu geben. Hängt so ein bisschen mit den wirtschaftlichen Problemen der Corona-Pandemie zusammen. Und zwar hat der Geschäftsführer Sport, Christian Keller, bekannt gegeben, dass man künftig eine Gehaltsobergrenze beim FC einführen möchte. Der Hintergrund ist, dass man die Ausgaben um 20% senken will. Und wir sehen hier Anthony Modest, dessen Vertrag würde diesen Rahmen wohl klar sprengen. Das heißt, künftig wäre eine Verlängerung mit dem Mittelstürmer nur unter sehr schweren Bedingungen vorstellbar. Also so ein bisschen eine kleine neue Zeitrechnung bei den Geißböcken. Wichtige Vertragsverlängerung bei Tottenham. Dort bindet man nämlich den Youngster Oliver Skipp. Der 21-Jährige aus dem defensiven Mittelfeld, der hatte zwar schon noch einen Vertrag bis 2024, also noch 2 Jahre, aber jetzt ist er bis 27 gebunden und das ist durchaus wichtig, auch wenn man sich anschaut, dass der 21-Jährige jetzt schon einen Marktwert von 20 Millionen Euro erreicht hat. Egal wie es ausgeht, eine erfolgreiche Saison ist es schon jetzt für die Lilien. Sie kann noch gekrönt werden bei Darmstadt 98 mit dem Bundesliga-Aufstieg. Und dementsprechend hat man mit dem Trainer verlängert. Thorsten Lieberknecht hat nun einen Vertrag bis 2025 und bemerkenswert dabei mit einem Punkteschnitt von 1,65 hat er einen neuen Topwert aufgestellt seit Bruno Labbadia Anfang der 2000er. Der war damals mit Darmstadt allerdings noch in Amateurligen unterwegs. Also Lieberknecht, der erfolgreichste Profitrainer bei Darmstadt 98. Ja, ob das nochmal was bringt. Arminia Bielefeld zieht die Notbremse und hat sich von Trainer Frank Kramer getrennt. Bereits am Freitagvormittag soll ein Nachfolger präsentiert werden, der dann auch am Wochenende auf der Trainerbank sitzt. Man sagte in einer Vereinsmitteilung, man wolle nochmal einen Impuls geben im Kampf um den Klassenerhalt. In den vergangenen Jahren hat es ja auch häufiger mal nicht so gut geklappt, wenn abstiegsbedrohte Teams den Trainer kurz vor Schluss nochmal gewechselt haben. Man schaue nur nach Bremen, wo auch Thomas Schaaf in der Vorsaison nichts mehr retten konnte. Mit dem FC Fulham steht der erste Premier League-Aufsteiger fest. Ein 3:0 gegen Preston North End
machte den Aufstieg fix. Man ist nicht mehr einzuholen und als nächstes könnte Bournemouth folgen. Die haben nämlich noch zwei Spiele weniger. Wenn man die gewinnt, dann wäre man auch sicher in der Premier League. Bemerkenswerter Transfer in Belgien. Und zwar hat sich Brügge ein niederländisches Talent vom FC Groningen gesichert. Björn Meyer ist gerade mal 19 Jahre jung, Linksverteidiger. Und Brügge legte für ihn satte 6 Millionen Euro Ablösesumme auf den Tisch. Und wir hatten in den vergangenen Wochen schon häufiger darüber berichtet, dass der Nachfolger von Ralf Rangnick bei Manchester United gefunden sei. Nun ist es auch offiziell vermeldet. Die Red Devils haben es bekannt gegeben. Erik ten Hag, der bisherige Ajax-Coach, der folgt im Sommer auf den Deutschen. Ten Hag unterschrieb bis 2025. Es gibt eine Option auf ein weiteres Jahr. Und Ajax erhält wohl eine Ablösesumme von 2 Millionen Euro. Das war's für heute von Transfermarkt TV. Eure Meinung ist natürlich gerne auch noch gefragt zu unseren Themen. Schreibt sie in die Kommentare. Was glaubt ihr, welche Wechsel kommen zustande und von welchen Gerüchten haltet ihr mal gar nichts? Wir freuen uns sehr, wenn ihr mitmacht. Und dann haben wir auch noch zwei Empfehlungen für euch. Hier ist unsere Playlist mit den TMTV-Highlights. Da lohnt sich ein Durchklicken. Und da unten, da findet ihr unser aktuellstes Video. Und in dem Sinne sage ich herzlichen Dank fürs Interesse und bis ganz bald. Genau hier. Macht's gut. Ciao.